Einen wunderschönen, da bin ich schon wieder, euer Odin mit einem neuen Unboxing. Mein Paket ist endlich gekommen. Ich habe schon Angst gehabt, das kommt heute gar nicht, weil da stand bis eben kurz vor 16 Uhr noch, dass es in Wörnecke ist, also im Zielpaketzentrum, nicht bei mir im Ort. Und dann habe ich Post mal angerufen, ja, das kommt in den nächsten 1 bis 3 Tagen. Sag ich, seid ihr Bescheid, ich habe das vorbestellt, sag ich, ich will das haben. Ja, können wir hier nicht ändern. Und dann 16 Uhr hat es dann geändert, im Zielpaketzentrum aufs Fahrzeug geladen. Und jetzt haben wir, weiß ich nicht, was haben wir jetzt? 16 Uhr 18. Also 16 Uhr wurde dann und wurde mir angezeigt auf der Webseite, dass es dann bearbeitet wurde und aufs Auto kam. Und jetzt ist es da. Und jetzt wollen wir gleich mal unboxen und dann wollen wir heute Abend nämlich spielen. Ich habe mir schon ein Messer genommen. Ich muss aber aufpassen, ich muss das so machen, weil hier steht nämlich meine Adresse. Das habe ich nämlich bestellt bei Spielegrotte. Wartet mal, vielleicht kann man das ja irgendwie hier abmachen. Dann kann ich euch den Aufkleber wenigstens zeigen. Habe nämlich gerade auch von der Postfahrerin entgegengenommen und habe dann sofort angefangen. Ich habe auch meine Lampen nicht aufgebaut, also mein Licht hier zusätzlich, weil es ist hier ziemlich hell. So, da könnt ihr halt sehen, von Spielegrotte. Ich bin so heiß drauf, Leute. Ich bin so heiß drauf. Oh, jetzt habe ich es im Paket eingeschnitten hier. Hätten sie ja noch mal ein bisschen was drüber machen können. Was ist denn hier? Achso, das ist ein Abstandshalter. Hoppala. Da ist es. Mein God of War Collector's Edition. Sieht echt geil aus mit den Wölfen hier. Also hier ist ein Wolf. Hier ist noch ein Wolf und noch ein Wolf. Drei Wölfe. Das waren die Katzen. Warum drei Wölfe, weiß ich nicht. Odin hat nur zwei Wölfe. Also zwei Wölfe. PS4. Nur auf PlayStation ist klar. Ist PlayStation exklusiv. Ein 18er Spiel ist es. Da haben wir Kratos und seinen Sohn drauf. Ja, da habe ich den Namen schon wieder vergessen. Den haben sie schon ein paar Mal gesagt, aber ich habe den vergessen. Unterseite ist nix. Hier haben wir dann auch nochmal 2 Drachen. Ja, die sind so in Form ein bisschen was vom Thorshammer. Seht ihr das? So ein bisschen die Form vom Thorshammer. Und auf der anderen Seite auch. Aber nichtsdestotrotz wollen wir jetzt mal langsam anfangen. Ich bin heiß, ihr seid heiß. Wir wollen wissen, was ist da drin? Muss ich beide Seiten aufmachen? Wie geht denn das jetzt hier auf? Ach, hier jetzt auf. Hätte ich die eine Seite ja nicht aufmachen müssen. Gut. Müssen wir hier gucken, dass wir das vorsichtig rauskriegen. Achso, hier habt ihr dann nochmal, unten auf der Seite ist nochmal Überblick, was da alle drauf ist, Schilde und so. Mal gucken, dass wir das hier rauskriegen. Oh Gott. Haben sie sich wieder Mühe, Jimmy. Oh. Ich bin so aufgeregt, Leute. Ich bin so aufgeregt. Dann machen wir mal zu. Das können wir hier im Hintergrund lassen. Oh, sieht das geil aus. Da haben wir denn einmal, ich mache euch noch ein Stück tiefer, haben wir denn so Himmel mit Bergen und God of War. Dann haben wir auch hier wieder
das was so ein bisschen gemacht ist wie ein Torshammer. Hier haben wir Kratos und seinen Sohn auf dem Schiff. Hier haben wir dann die anderen Berge mit einer Siedlung da im Hintergrund. Da brennt auch Feuer. Sieht echt geil aus. Und da ist nur dunkel. Und da ist nur blau. So, jetzt packen wir das mal aus. Ich mach mal so, dann könnt ihr auch was sehen. Wenn wir es auspacken, haben wir jetzt das verkehrt rum. Aber okay. Haben wir hier als erstes Runen. Oh, scheiße. Mein Runisch ist eingelaufen. Das ist ein O. Oh, das ist auch das 24er Futag, würde ich sagen. Das ist ein N. Das ist ein D. Das ist ein U und... Ja, da werde ich mich nochmal ransetzen. Das werde ich auf jeden Fall nochmal übersetzen für euch. So wie ich es jetzt die Tage schaffe. Und dann werde ich das als Kommentar unter das Video posten, was da steht. So. Dann haben wir einmal hier das Steelbook. Da sind auch Runen drauf. Oh. Hier ist mein Heft. Das kann ich euch jetzt nicht zeigen, weil da steht mein Code drinne. Okay, ist das jetzt, muss ich nur gucken, wo jetzt hier Deutsch ist, dass ich... Steht alle, also das ist immer das gleiche, aber in verschiedenen Sprachen und vorne ist halt gleich der Code mit drauf. Ich weiß auch nicht, ob ich das heute schon einlösen kann, weil offiziell ja erst morgen kommt. Ich werde es versuchen. Jetzt sind wir bei Russisch, Chinesisch und so, Französisch. Also irgendwie ist alles mit bei, bloß Deutsch nicht. Ja, nee, Deutsch ist definitiv nicht mit bei. Das kann ich euch aber auch nicht zeigen, weil da ist der Code drauf. Gleich mal den Karton, um hier mit Styropor drin zu machen. So. Und so ist es dann hier verpackt. Ich versuche gerade mal, dass es nicht rausfällt alles. Und dann werden wir uns jetzt alles nach und nach angucken. So. Oh, die Figur ist ganz schön schwer. Wir haben hier so einen Salzbeutel, der natürlich die Feuchtigkeit aufnehmen soll. Gucken wir uns erstmal an, was hier in den kleinen Verpackungen drin ist. Die Figur kommt danach dann. Ah, hier sind diese, die Holzfiguren. Sieht aus wie Thor und weiß ich nicht, was das noch sein soll. So kleine Holzfiguren, die können wir auch wieder einpacken, damit die nicht verloren gehen. Die werde ich dann oben auf der Schrankwand stellen zur Figur. So, machen wir das. Das Steelbook werden wir auch mal auspacken noch. Oh, er ist doch nicht. Jetzt aber. Oh, ganz schön schwer, das Steelbook. Da muss was drin sein. Ja. Oh, im Steelbook ist ja das Spiel. Wir haben jetzt kein echtes, so wie ihr es kennt, normalerweise, dass halt ein physisches Spiel mit bei ist. Also ein richtiges... Eine richtige Hülle, die originale Hülle und ein Steelbook. Wir haben hier im Steelbook alles drinne. Hier muss ich wieder den Code vorher rausnehmen. Moment. So, ist noch ein Code drinne.
So, dann haben wir hier die Anleitung und PlayStation Plus. Werde ich mal rausnehmen, dann könnt ihr das so sehen. So, da ist dann das Spiel drin. Und für was ist das jetzt? Ja, kann ich auch nicht. Hier steht auch wieder alles nur in nicht Deutsch. Für was die ganzen Codes sind, weiß ich nicht. Also mit einem Code habe ich gerechnet. Das ist der Vorbestellerbonus. Das wird dieser sein. Und dann habe ich hier aber noch einen Code drin. Der weiß ich nicht, für was das ist. Und der Vorbestellerbonus besteht aus 3 Schilden und ein Emblem. Also 4 Sachen. Das kann sein, dass das eine der digitale Soundtrack ist. So, dann machen wir das mal dahin. So, dann haben wir hier noch. Gucken, wo geht das hier vernünftig auf. So. God of War. Ah. Und da haben wir dann noch eine Karte mit bei. Die sieht ein bisschen milchig aus, das soll so sein, wegen Nebel und so. Und hinten steht auch noch was drauf in Englisch. Ich hoffe, ihr könnt das sehen, wenn ihr das lesen wollt, einfach mal Pause drücken. Packen wir das mal wieder vorsichtig weg. So. Dann haben wir hier die Landkarte drin. Oh, die ist auch wieder zugeklebt. Bis zum geht nicht mehr. Ich will das eigentlich, ich muss das mal hier mit Messer machen, weil ich die Tüte eigentlich aufheben will. Da soll die Landkarte ja wieder rein, damit da nichts passiert. Ich hoffe, die passt von der Höhe auch bei den Blu-rays drin, weil bei den Steelbooks habe ich immer das Problem, dass die nicht... Das können wir gleich mal testen. Ich nehme jetzt einfach mal mein Farquay. Ich habe sonst das Problem und ich kann das nicht... Ah, hat die gleiche Höhe. Gut, weil sonst hätte bei mir nicht in die Schrankwand gepasst, wo die ganzen Spiele sind. So. Hier haben wir dann die Landkarte auf Stoff. Boah, wie geil. Und hier auch mit Runen. Ja. Das ist die, ach Mensch, das ist die damals bekannte Welt. Mal gucken. Da sind auch Runen drauf. Sieht auf jeden Fall recht geil aus. Das bei der Midgard-Schlange auf einer Seite Runen und unten die Symbole kenne ich nicht. Die sehen nicht nordisch aus mit diesen Dreiecken und so. Vielleicht hat es dann wieder was mit, kommt vielleicht irgendwas mit Außerirdischen oder irgendwas, irgendeine Zivilisation, die vor uns war oder was weiß ich. Vielleicht machen sie das dann so ein bisschen im Assassin's Creed-Style. Müssen wir mal gucken. Packen wir die mal wieder vorsichtig zusammen. Die ist wahrscheinlich knittert bei mir gewesen. Also hat so eine Knitterecke drinnen. Ich mache auch wieder. So. Dann kommt die hier nämlich hoch. Da bin ich auch am überlegen, ob ich mir die in den Bilderrahmen mache oder ob ich die so in mein Fach räume oder an der Wand. Mal gucken. Mal gucken. So, und jetzt kommen wir zum Herzstück. Jetzt kommen wir zur Figur. Boah, ist die geil. Ist die geil. Die ist richtig geil. Den Namen vom Sohn, den werden wir bestimmt im Spiel noch öfters hören. Weil ich habe ihn vergessen. Ich habe ihn schon gelesen, aber vergessen. So. Werd euch das mal... Hier hat Kratos auch so komische Runen drauf, was keine Runen sind auf seinem Horn.
dem Trinkhorn. Okay. Hier haben wir denn dein Schild. Und unten liegt hier so ein Frostriese oder irgendwas. Und das ist auf jeden Fall ein Frostriese, wo der Kopf ab ist. Und der Arm ist auch ab. Den hat Kratos schon abgesäbelt, dann geht er gleich durch den Kopf durch. Aber wäre cool, wenn sie den Arm hier noch irgendwo hingelegt hätten oder so. Ich werde euch mal ranzoomen, dann könnt ihr das viel besser sehen. Dann werden wir uns das jetzt mal ganz genau angucken. So. Fangen wir mal hier an. So, könnt ihr das sehen. Ah, der Sohn ist auch tätowiert. Der ist ein bisschen locker, der Sohn. Kratos, der steht, ne, nach vorne. Aber sonst steht er fest. Also müsst ihr wirklich aufpassen, wenn dass die euch nicht mal runterfällt. Weil wenn die euch runterfällt, dann ist wirklich kacke. Kann man den... Achso, hat er schon losgelassen. Man kann den Bogen hier nicht einspannen. Die Pfeile sind auch fest. Ja, und jetzt würde ich sagen, ich drehe das mal so, dass ihr das Schild seht. So. Da könnt ihr das Schild sehen. Gucken wir uns mal den Rücken von Kratos an. Hier hängt dann der Stoff runter. Ja, das finde ich jetzt mit der Hautfarbe hier, das finde ich... Sieht ein bisschen komisch aus, aber naja, von hinten gucken wir ja nicht. Und hier sind dann die Runen, die ich euch gesagt habe, die so nicht nach Runen aussehen. Wenn die Kamera fixiert, dann seht ihr das auch, ja. Jetzt gucken wir uns das mal so an. Also von unten. Das Plastik. Made in China. Sony Entertainment. So. Dann können wir uns jetzt mal den Sohn angucken als erstes, würde ich sagen. Ja, da oben am Arm ist er tätowiert. Sieht sehr detailliert aus, die Figur. Da ist der Bogen. Da ist der Kopf von dem ihren Frostriesen, wo der Pfeil durchgeht. Und bei Kratos, wie gesagt, ist der eine hier. Und da ist seine Axt. Die ist dann halt hier mit so einem Blau gemacht. Das ist halt diese blaue Bewegung von seiner Axt. Und da hat er halt, fehlt ihm die Hand. Ja. So, jetzt werde ich mal gucken, dass ich das irgendwie für euch komplett drauf kriege. So verliert er nicht. Dann machen wir mal so. So könnt ihr das am besten sehen. Wir haben dann hier die Axt noch. Der Frostriese sieht sehr unterernährt aus. Jetzt machen wir mal drehen. So, dann könnt ihr das mal von der Seite sehen. Hier die, wieder die, immer noch die Axt. Und gehen wir nach hinten. Hier sind dann die ganzen Füße von den zwei Toten. Also einmal der Frostriese, den der Sohn gemacht hat. Und einmal der andere hier, den Kratos den Kopf abgeschlagen hat. So. Also eine sehr schöne Figur. Sehr schön gemacht. Muss ich wirklich sagen, ist wirklich echt toll. So, ich werde das Spiel jetzt nämlich gleich installieren. Die Statue kommt oben auf die Schrankwand. Auch mit dem Schnee. Der hat hier auch überall so Schneeflecken dran. Ja, im Norden ist halt kalt. Da eine Füße. Seht ihr das? Ja, voll geil. Auch bei den Riesen, bei den Frostriesen. Überall Schneeflocken und so. Auch auf dem Fuß der Statue überall Schneeflocken. Voll geil gemacht. Und Kratos mit seinem ernsten Gesichtsausdruck, den Bart haben sie gut hingekriegt. Boah, der sieht so geil aus. Und mit seinen Augen voll Psycho. Ich zeige euch das mal ganz genau. Wartet mal. Ja, das ist jetzt ein bisschen doof. Man kann halt, ich muss mal ranzoomen, dann kann, weil ich komme mit der Figur ja nicht so nah ran. So. Da könnt ihr den Kopf sehen. Wirklich voll Psycho die Augen und da brüllend. Ja, aber auch den Sohn haben sie gut gemacht. Kindlich, bisschen weich. Von den Gesichtszügen nicht so markant wie Kratos. Da oben ein bisschen Narben. Ja. Finde ich echt gut. Das ist meine erste Kratos-Figur. Also ich bin zufrieden. Ich bin sehr zufrieden. Wie gesagt, ich werde jetzt einen Platz dafür finden. Vielleicht nehme ich meinen Ezio. Der braucht einen speziellen Sonderplatz.
Den werde ich neben meinem Ezio machen und dann werden wir heute Abend schön spielen. Ich hoffe, ich schaffe es noch rechtzeitig, das alle zu bearbeiten, damit das Video heute noch online kommt, bevor wir eigentlich zocken. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.